Ich hätte auch den zu Schrott fahren können und mir einen anderen klauen, aber naja. Muss ja nicht sein. Wenn man ja schon einen hat, den man fahren kann. Muss man nicht unbedingt einen klauen. Für den Notfall könnte ich den Wagen auch noch jetzt hier verändern. Praktische Sache an der Route. Da ist die Polizei, da wollen wir ja nicht, dass wir angehalten werden. Rechts lang. Naja. Wo kommen wir denn dann hier hin, ey? Vorsichtig. Hier von der Brücke kann man runterfallen. Das ist ziemlich uncool, ist aber so. Jetzt nicht mehr, aber gerade eben konnten wir das noch. Im gelben Geländer. Muss ich hier abfahren? Nee, ich muss geradeaus fahren. Wow! Oh. Was zieht der Idiot da auch noch rüber? Der schöne Wagen. Jetzt muss ich aber abfahren. Hätte ich nicht gerade eben abfahren können, dann hätte ich mich so viel Mist gebaut. Ich muss rechts hier. Ah! Komm ich hier? Ey, nochmal. Müsste ich doch hier durchpassen. Genau. Das ging immer noch schon mal viel einfacher. Jetzt schneller. Da möchte ich auch noch mal fragen, ob die einen Job für mich haben. ...1950. Plattform nochmal runter. Wo ist er die? Ich kann ja nochmal hier hochgehen. Ich weiß nicht, ob mir das unbedingt jetzt gerade was bringt, aber. Ja, ich kann auf jeden Fall. Was kann ich für dich tun? Nichts los heute. Tut mir leid, Vito. Okay. Schon kein Problem. Im freien Spiel, wenn es das dann hier gibt, könnte man dann ja bei dem Jobs erledigen. Rein theoretisch. Okay, was soll's. Machen wir mal die Scheibe kaputt. Und fahren. Auch wenn es nur ein kleines Wägelchen ist. So, hier kommt man doch schon mal besser durch. Wo will der eigentlich lang? Na, ist ja egal. Die Mission ist bald zu Ende. Dann kann ich schon mal auch Schluss machen. Also wenn ich dann nach Hause gehen kann, schlafen. Das wäre ganz praktisch. Weil das ist doch auch nicht mehr. Ups, fast den Abzweig übersehen. Das ist aber, wenn man sich auf die Straße konzentriert und dann ja, den Weg vergisst. Oder vergisst auf den Weg zu achten, besser gesagt. Gebe ich mal mein Geld ab. Oder das Geld. Und? Hier, das Geld. Da bin ich aber erleichtert. Diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen Sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie.
Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte noch was zu erledigen. Geht ruhig. Heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. Oh, das ist nicht gut. Hier riecht's irgendwie nach durchgeschmortem Plastik. Oder Kohle. Das riecht eher nach Kohle. Ich muss unbedingt mal gucken, was da los ist. Von daher wäre es jetzt auch günstig, wenn ich es öffnen würde. Mist. Das riecht echt, als würde hier was kokeln. Könnte ja gar nicht riechen. Warte mal. So, jetzt habe ich den auch auf der Karte drauf. Was könnte denn hier noch als Kokeln? Wenn ich meinen Rechner ein bisschen von der Holzseite ziehe, könnte das schon mal besser sein. Ich muss unbedingt den Rechner kühlen. Draußen grillt nur jemand. Das würde die Sache für mich vereinfachen. Naja. Ich werde es ja dann sehen. Gut, wo muss man denn jetzt lang hier noch? Ja, kommt von hier aus. Alles klar. Das hat ja gepasst. Klasse. So, da sind wir auch schon fast zu Hause. Gott, wir haben schon fast 9:30. Das bedeutet, ich habe wahrscheinlich 3 Stunden und 3,5 fast aufgenommen. Wow. Das ist echt verrückt. Aber habe ich wahrscheinlich ein halbes Spiel durchgespielt. Okay, da ist dann mein Zuhause, den Wagen. Den packe ich wohl nicht drin. Der ist nicht ganz so besonders. Ja, dann gehe ich jetzt pennen. Und, ja, dann mache ich auch schon Schluss. Aber schon, ist gut. Also, naja. Dann sage ich schon mal Tschüss. Dann brauche ich nicht noch nachher das Ganze zu cutten. Also, was ist denn das mit dem Radio? Also, ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen und ja, ihr freut euch schon auf die nächsten Folgen. Bis dann.